Bei prächtigem Herbstwetter ist auf dem Gelände vom Neuhof in Rheinach-Süd ein weiteres Mal Saat- und Erntefest durchgeführt worden. Der Anlass hat bereits eine grosse Tradition. Angefangen hat es ursprünglich damit, dass wir gesagt haben, wir machen eine Kundgebung gegen Gentechnologie in der Landwirtschaft. Das ist schon sehr lange her. Maya Graf war damals Initiantin und wir haben das so ins Leben gerufen und gesagt, wir wollen nicht bestimmen lassen, was wir müssen essen in Zukunft. Wir wollen selber bestimmen, was wir essen und gehen selber säen und das ernten und wieder essen. So hat das angefangen. Später ist die Kirche dazugekommen, jetzt machen wir einen ökumenischen Gottesdienst und tun das so immer noch pflegen und man wieder sieht, kommen viele Leute und finden das ganz toll. Die Landwirtschaft ist darauf angewiesen, dass die Bevölkerung weiss, was wir machen, dass wir die Bevölkerung mit einbeziehen können. Und wir sind hier in der Agglomeration so nah bei den Menschen zu. Und wo kann man das besser machen als hier? Und das ist ein Hauptanliegen, dass man die Leute, die hier leben, können mit einbeziehen in das, was wir machen. Auch drin, dass man eben ein bisschen sich darum bemüht, was man isst und wie das zustande kommt und wie das geht. Welche Bedeutung hat der Anlass aus kirchlich-ökumenischer Sicht? Erntedank ist für mich ganz stark ein sinnfälliges Fest. Ein Fest, das man so wie heute geniessen kann, mit der Sonne, die so gut auf uns herabschaut. Und man kann aufs Feld rausgehen, jetzt mit dem Christian. Und ich habe eine Kirchgemeinde, die hier ist, die die Sonne im Rücken hat und warm hat und auf der anderen Seite heute mal richtig die Kirche gesehen hat. Das ist mir etwas ganz anderes in der Kirche, als sonst in der Kirche. Und der Erntedank ist ein Fest von der Dankbarkeit für das, dass wir jeden Tag quasi in den Laden gehen können. Vielleicht alle dritten Tag, jemand, der älter ist. Aber dass wir etwas haben und dass es uns gut geht. Die Rückmeldungen auf das Saat- und Erntefest sind gemäss dem Neuhofbuch ist Jan Schürch sehr positiv. Das Säen, das Körnchen aufs Feld streuen, das ist etwas sehr Emotionales. Und man streut ja nicht nur Körnchen, sondern es hat ja auch eine Wirkung, die wachsen nachher. Es wird gross, das Getreide wird geerntet und die Leute kommen nachher wieder und essen von dem Brot, vom das Getreide letztes Jahr gesagt hat, wo man Brot daraus macht. Das Fest wird durch Bäckerei Grellinger unterstützt, die exklusiv das Biersäckbrot aus Rheinacher Weizen verkauft. Wir sind sowieso bestrebt, dass wir möglichst viel aus der Region können beziehen können, was wir dann weiterverarbeiten. Das sind Früchte, eben unter anderem eben auch das Mehl. Und mit diesem Anlass hier, dass wir können beim Neuhof Weizen beziehen, ist natürlich eine lokale Geschichte, das geht noch ein bisschen weiter. Und das ist eine einzigartige Geschichte, die für uns wichtig ist, die auch sehr gutiert wird von Seiten der Kunden. Am Samstagnachmittag, 30. Oktober ab der 2 Uhr wird an der Wohnkreuzung im Oberdorf das denkmalgeschützte Kurikreuz im Rahmen von einer kleinen Feier eingeweiht, organisiert von der Zunft zu Rebmessern. Angesagt ist eine schlichte ökumenische Feier mit musikalischen Auftritt vom Männerchor. Die spannenden geschichtlichen Hintergründe von dem Kreuz wird der Historiker Franz Wirth in einem kurzen Vortrag präsentieren. Nach dem Anlass direkt beim Kreuz verschiebt sich die Delegation ins Heimatmuseum, wo es dann ein Apéro gibt. Der Anlass ist öffentlich und kostenlos.